Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Trakensang. Nein, nicht Trakensang. Ja, wir können auch übrigens hier mal hier Positionen halten, entfernen. Die Falle hat sich anscheinend deaktiviert. Von Dragon Age Origins meine ich. Wir haben den Beres Karan irgendwas in der letzten Folge besiegt. Und dieses nette Räumchen freigeschaltet, der nietenbesetzte Helm. Rüstung 0,7 plus 3 körperliche Widerstandskraft, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem hat noch niemand von uns einen Helm. Rüstung. Ja, setz den mal auf. Was kann der nochmal? Unbearbeitete Haut, Stufe 1. Rüstung plus 0,7 plus 3 körperliche Widerstandskraft. Yo. Konnte man hier nicht noch irgendwo einstellen, dass der Helm nicht angezeigt wird? Damit man das Gesicht sieht und die, ja, ich sag mal, wie nennt man das denn? Die Charaktereigenschaften, die Charakteristik, die, ich komme nicht auf den Namen, ja, auf die Persönlichkeit, genau, die Persönlichkeit bewahren kann, aber ist auch wurscht im Moment. Kettenrüstung, Ledergürtel der Dalish, kleiner, klarer Blitzkristall, was ist das denn? Benötigt Stärke 26, kann Gegenstand nicht ausrüsten, Schaden 6,5. Kritische Trefferchance, Rüstungsdurchdringung, ist es was? Verwandelt sämtlichen Schaden in Elektrizitätsschaden, ist es was für Magier oder wie? Oder kann man die Waffen sockeln? Weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall Rüstung gefunden. Kettenrüstung. 14 Stärke. Hast du 14 Stärke? Du hast 14 Stärke. Du hast aber nicht für die eine Waffe, es war 18 Stärke oder so, ne? Das ist eine Waffe, der Blitzkristall. Wahrscheinlich für Magier dann bestimmt. Das Großschwert, 18 Stärke, genau. Du hast ein normales Schwert. Ein Einhänder, Langschwert, Haupthand. Ja, wird schon ein Einhänder sein. Kettenrüstung. Mittelschwere Rüstung. Was bist du eigentlich für ein Typ? Du bist Krieger, oder? Kann ich im Charakterbogen Tamlin, steht es hier irgendwo? Ich bin ja ein Schurke. Heldenhafte Erfolge, automatischer Stufenaufstieg. Heldenhafte Erfolge, Aufstieg, Geistresistenz. Ich will nur wissen, was du für ein Mensch bist. Was für ein Elf. Zauber und Talente. Krieger. Du bist ein Krieger, na also. Das heißt, du kannst ohne Probleme die mittelschwere Rüstung anlegen. Es sei denn, sie ist schlechter als deine. 7% Erschöpfung plus 1 Geschicklichkeit. Hat aber mehr Rüstung. Ja, komm. Leg die mal an. Dalish-Rüstung haben wir wahrscheinlich auch, oder? Das sieht genauso aus. Wunderbar. Accessoires, Ledergürtel der Dalish. Ausdauer, Regeneration im Kampf. Die kriegen wir natürlich. Andere Handwerk. Kann man davon irgendwas noch... Plot-Gegenstände, elfisches Artefakt. Eine kleine Steinstatue mit einer Frau in einem Geweih. Mit einem Geweih wie eine Halla. Unter ihrem rechten Fuß der Mond. Und neben ihr zwei Hasen. Der Sockel der Statue ist mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Oh, Erschöpfung. Obwohl Rüstungen enormen Schutz bieten, hat diese Sicherheit ihren Preis. Alles, was schwerer als normale Kleidung ist, erhöht deine Erschöpfung. Wodurch die Mana- oder Ausdauerkosten für Zauber oder Talente um einen gewissen Prozentsatz steigen. Schwere Rüstungen wie Plattenrüstungen haben größeren Einfluss auf die Erschöpfung als leichte Lederrüstungen. Allerdings können einige Talente, wie das Kriegertalent, mächtig die Auswirkungen der Erschöpfung reduzieren. Das ist ja wunderbar. Ich frage mich nur, wie lange wir den Tamlin noch im Team haben werden. Ansonsten brauchen wir hier im Moment nicht allzu viel mehr nachschauen. Du hast auf jeden Fall kein Level-Up bekommen, so wie es aussieht. Bist aber schon Level 2 und kriegst gar keine Erfahrung, oder wie? Dann will ich dem eigentlich gar keine neuen Sachen geben. Weil wenn da nicht mal Erfahrung bekommt, dann sieht es für mich so aus, als würde der später aus dem Team geschmissen werden. Dann kriegt er hier die ganzen Standardrüstungen. Dann geben wir den nachher lieber irgendjemanden, der auch was damit anfangen kann und vor allem später noch was damit anfangen kann.
weil er später noch da ist, ne? Im Vergleich zu Tamlin. So, Spiegel. Er ist wunderschön, findest du nicht? Ja. Was diese Inschrift bedeutet. Er ist schließlich ein Spiegel und ich bin wunderschön. Die Hüterin könnte sie vielleicht übersetzen. Bleib da weg. Wir wissen nicht, ob er ungefährlich ist. Nicht das Glas berühren? Wie, nicht das Glas berühren? Vielleicht, aber sie ist nicht hier und kann uns nicht helfen. Es ist seltsam, dass er nicht auch zerbrochen ist, so wie alles andere. Vor allem, da dieser Bär hier herumtrampelt. Ich frage Trampelte. Mich, was die Inschrift bedeutet. Vielleicht ist er nicht... Hey, hast du das gesehen? Ich glaube, in dem Spiegel hat sich etwas bewegt. Es ist ein Spiegel, das haben Spiegel so an sich. In dem Spiegel? Lass mich mal nachsehen. Oh, das sieht aber schön aus. Bleib mal weg von dem Ding, Tamlin. Das hört sich auch etwas falsch an. Nein, das hört sich genau richtig an. Das bildest du dir nur ein. Schon gut, ich will nur wissen, was das ist. Siehst du es denn nicht? Da, da ist es wieder. Spürst du das? Ich glaube, er weiß, dass wir hier sind. Ich muss mir das einfach genauer ansehen. Keine gute Idee. Er zeigt mir Orte. Ich sehe eine Art Stadt. Unter der Erde. Und da ist eine tiefe Schwärze. Es sieht mich. Hilfe! Es hält mich fest! Nein, Tamlin! Nein! Zum Glück habe ich ihm die Rüstung ausgezogen. Also... Hörst du mich? Die andere Rüstung gegeben. Es tut mir leid. Jetzt würde mich mal interessieren, was hinter dem Spiegel, also nicht hinter dem Spiegel, sondern auf der anderen Seite von diesem Raum da war, hinter dem Spiegel quasi. Und wir sind wieder zurück in dem Dorf der Dalish. Du bist wach. Die Götter müssen dich lieben, Lethalin. Keine Angst, du bist wieder im Lager. Wir sind alle krank vor Sorge um dich. Wie fühlst du dich? Wo ist Tamlin? Wie bin ich hierher gekommen, Feneril? Gut, Feneril. Nur ein bisschen schwach. Aber das wird sich bestimmt bald ändern. Besorgt. Wo ist Tamlin? Das wissen wir nicht. Der Schelm, der dich zu uns gebracht hat, sagte, es sei keine Spur von ihm zu sehen gewesen. Da war ein Mensch? Und wo ist er jetzt? Wir haben ein paar Schems aus dem Wald vertrieben. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich war in einer Höhle und dann... nichts. Sei keine Spur von ihm zu sehen gewesen. Er war ein grauer Wächter und er ist plötzlich hier aufgetaucht. Mit dir über der Schulter. Du lagst im Fieberwahn. Er sagte, er hätte dich vor einer Höhle gefunden, bewusstlos und allein. Dann hat er dich bei uns gelassen und ist wieder weggerannt. Die Hüterin hat alte Magie eingesetzt, um dich zu heilen. Ja, vielen Dank. Ich muss sofort mit der Hüterin sprechen. Sucht jemand nach Tamlin? Der Shemlin war ein grauer Wächter. Werde ich wieder gesund? Natürlich. Die meisten der Jäger sind auf der Suche nach ihm. Aber die Hüterin wollte sofort mit dir sprechen, sobald du wach bist. Bleib hier, ich hole sie. Sehr gut, das kommt mir gelegen. Wir haben schließlich einiges erlebt da unten. Du bist also endlich aufgewacht, Talen. Ich bin froh, dass Duncan dich gefunden hat. Ich weiß nicht, welche dunkle Macht dich im Griff hatte, aber sie hat dir fast das Leben ausgesaugt. Selbst mit meiner Magie war es schwierig, dich zu retten. Duncan, ist das derjenige, der mich zurückgebracht hat? Ich habe Tamlin immer wieder gesagt, dass wir umkehren sollen. Nein, das soll ich nicht. Was ist mit uns geschehen? Dann könnte Tamlin auch krank sein. Ja, er hat sich selbst als grauer Wächter vorgestellt. Duncan vermutet, es könnten Kreaturen der dunklen Brut in der Höhle gewesen sein. Ist das wahr? Gut, Skelette? Spinnen? Und dieser Tschernobyl-Bär. Ich kann mich nur an den Spiegel erinnern. Wen kümmert es, was ein Shemlin sagt? Ich bin mir nicht sicher. Wie sieht die dunkle Brut aus? Ist er selbst in die Höhle gegangen, um sich umzusehen? Dort waren wandelnde Leichen und andere seltsame Monster. Wandelnde Leichen? Das klingt nach schwarzer Magie, nicht nach dunkler Brut. Was die anderen Kreaturen waren, kann ich nicht sagen.
Was habt ihr sonst noch gefunden? Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? An diesen Spiegel. Ein Spiegel. Tamlin hat ihn berührt. Der Duncan einen Spiegel erwähnt. Ein Spiegel hat das alles verursacht? In all den Überlieferungen, die wir gesammelt haben, wurde so etwas nie erwähnt. Ich hatte gehofft, Antworten zu erhalten, sobald du wach bist. Aber jetzt gibt es nur noch mehr Fragen. Und Tamlin wird noch immer vermisst. Er ist wichtiger als das Wissen in diesen Ruinen. Wenn er genauso krank ist, wie du es warst, dann ist sein Zustand sehr ernst. Duncan ist zur Höhle zurückgegangen, um nach dunkler Brut zu suchen. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass er sich auch nach Tamlin umsieht. Wir müssen selbst dorthin. Und zwar bald. Fühlst du dich stark genug dafür, Dalen? Niemand außer dir kennt den Weg. Ich würde mal sagen, ich muss mich stark genug dafür fühlen. Eine andere Möglichkeit gibt es ja anscheinend nicht. Ich bin bereit, Hüterin. Es geht mir gut. Ich bin mir nicht sicher. Bin ich geheilt? Könnte ich nicht einfach jemanden den Weg beschreiben? Ach, Quatsch, komm. Es freut mich, das zu hören. Ich weise den Clan an, unser Lager abzubrechen, damit wir nach Norden ziehen können. Such Meryl und geh mit ihr zu der Höhle. Versucht Tamlin zu finden. Aber beeilt euch. Meryl? Ach, sieh an. Ach, das ist ja nett. Ich soll mit Meryl zur Höhle gehen und Tamlin suchen. Ich verstehe. Der Clan zieht weiter. Und wo kommt... Was mit mir? Ich will aber... Ihr wartet schon auf mich und Meryl dann wahrscheinlich, oder? Interessiert ihr euch nicht für die Ruinen und den Spiegel? Warum soll ich Meryl mitnehmen? Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Aber welches Wissen auch in diesen Ruinen schlummert, es ist nicht das Leben unserer Kinder wert. Ich schicke dich zurück, um Tamlin zu finden. Das ist alles. Wer weiß, was der Spiegel dann später noch anrichtet und ob da nicht dann vielleicht doch irgendwie was mit der dunklen Brut oder so am Laufen hat und dann eventuell unsere Kinder doch in den Abgrund reißt. Aber darüber will ich eigentlich gerade gar nicht nachdenken. Wir sollten wirklich erstmal Tamlin finden, weil sonst ist der dann wahrscheinlich für immer weg. Ich soll mit Meryl zur Höhle gehen und Tamlin suchen. Achso, ja. Wenn das, was Duncan sagt, wahr ist, dann könnte die dunkle Brut bald hier auftauchen. Wir müssen fort von dieser Horde. Aber das ist nicht unsere einzige Sorge. Seid ihr im Wald noch anderen Menschen begegnet? Naja, doch im Wald schon. Ja, es waren 3. Wir haben sie vertrieben. Ja, sind wir. Ist das wichtig? Ich kann mich an keine Menschen erinnern. Obwohl ihr niemanden verletzt habt, haben diese Menschen ihr Dorf gegen uns aufgehetzt. Nur weil wir Elfen sind. Wie überall ist unser Volk auch hier nicht willkommen. Wir sind zu lange geblieben und müssen weiterziehen. Schnell. Ihr lasst zu, dass uns diese Shemlin vertreiben? Vertreiben wir sie doch einfach. Wenn wir wollten, könnte unser Clan ihr gesamtes Dorf niedermachen. Aber wir würden den Zorn ihres Königs aufnehmen. Machen wir denn auch nieder, komm. Es sind einfache Menschen mit einfachen Ängsten. Das hier ist ihr Land, also gehen wir in Frieden. Boah, ich würde lieber mit einem Alp spielen, die sind viel cooler drauf. Meryl beherrscht meine Magie bis zu einem bestimmten Grad. Tamlin hat mit ihrer Hilfe größere Chancen, den Rückweg zu überleben. Außerdem soll Meryl die Höhle und den Spiegel sehen. Sie hat ein Gespür für solche Dinge und könnte uns Klarheit über die Art dieser Krankheit verschaffen. Das heißt, wir sind dann mit einem Bogenschützen und einer Magierin drin. Das kann ja nichts werden. Und dann sind es beides auch noch Elfen. Oh Gott, kein Wunder, dass wir vorhin gestorben sind. Aber riskiert Meryl nicht, auch krank zu werden? Du hast dich erholt und Meryl wird es auch. Sei trotzdem vorsichtig. Wenn ihr wieder auf diesen seltsamen Spiegel stoßt, berührt ihn nicht. Na gut, komm. Beeil dich, Tamlins Leben steht auf dem Spiel. Betet für mich, Hüterin. Ich habe Fragen zu dem grauen Wächter. Ich bin neugierig wegen dieser dunklen Brut, die ihr erwähnt habt. Ich brauche mehr Ausrüstung, bevor ich gehe. Während Tamlins Leben am seidenen Faden hängt? Nun gut. Ich dachte, die grauen Wächter seien verschwunden. Nicht ganz, Dalen. Nachdem sie die dunkle Brut vor langer Zeit besiegt haben, hat sich die Anzahl der grauen Wächter im Laufe der Jahrhunderte drastisch verringert. Es scheint, als hätten die Menschen keine Verwendung für sie, wenn die dunkle Brut nicht gerade ihre Länder verwüstet. Der Gedanke, sie könnte eines Tages zurückkehren, ist ihnen wohl nicht gekommen. Ist sie zurückgekehrt? Warum glaubt ihr auch nur ein Wort von dem, was dieser Shemlin sagt? Das habe ich einmal nicht gleich alles vorgelesen, sondern
Wollte es von oben nach unten machen. Das weiß ich nicht, ob das jetzt die Antworten auf die Frage nicht, auf die Sätze von ihr sind oder ob das die Fragen für die Fragerunde sind. Die grauen Wächter glauben es. Ein Krieg scheint aufzuziehen. Wenn das so ist, muss sich unser Clan so weit wie möglich davon entfernen. Könnten wir nicht in den Kampf eingreifen? Die Menschen sollen ihre Schlachten selbst schlagen. Wir haben unsere eigenen. Warum glaubt ihr auch nur ein Wort von dem, was dieser Shemlin sagt? Er scheint ehrenhaft zu sein. Und dass er um deine Sicherheit besorgt war, spricht für ihn. Ich vertraue meinem Urteil. Woher wusste er, wohin er mich bringen muss? Er sagt, er hat nach unserem Clan gesucht und einen Hinweis auf unseren Aufenthaltsort bekommen. Wie gesagt, du hattest Glück. Möglicherweise hat er nach Freiwilligen für seinen Orden gesucht. Es gab Dalish, die den grauen Wächtern beigetreten sind. Sind die Wächter magisch? So ist es. Die grauen Wächter setzten sich einst aus den besten aller Rassen zusammen. Allerdings weiß ich von keinem Dalish, der sich ihnen seit den Kriegen gegen die dunkle Brut angeschlossen hat. Und wenn er jetzt nach einem Freiwilligen fragt? Immer begierig darauf, die Welt zu durchstreifen. Richtig? Es wäre eine große Ehre, sich den grauen Wächtern anzuschließen, aber er hat nicht gefragt. Vielleicht war ja niemand Würdiges unter euch, weil ich weg war. Sind die Wächter denn mächtige Krieger? Sie sind die besten und ehrenhaftesten aller Rassen, Dalen. Nur wenige genügen ihren Ansprüchen. Dann trödel nicht herum. Mach dich auf die Suche nach Temlen. Schnell. Ich bin aber doch neugierig wegen dieser dunklen Brut, die ihr erwähnt habt. Vergiss nicht, dass Temlen deine Hilfe braucht. Ja, der hat Zeit. Wurde die dunkle Brut nicht vor langer Zeit von den grauen Wächtern ausgelöscht? Die Wächter haben vor Jahrhunderten die letzte große Horde der dunklen Brut vernichtet, die die Oberfläche bedrohte. Das heißt aber nicht, dass sie vollständig ausgelöscht haben. Denkt ihr, diese Höhle war ein Lager der dunklen Brut? Dafür war auf jeden Fall ziemlich wenig von denen zu sehen. Die dunkle Brut sind wilde, unkultivierte Kreaturen. Sie ähneln eher Heuschrecken als Menschen. Es ist möglich, dass sie die Höhle besudelt haben, aber sie haben nichts darin erschaffen. Nach den Beschreibungen des grauen Wächters könnte sie ein Tempel für einen alten Gott gewesen sein. Sollten wir jemals hierher zurückkehren, kann ich vielleicht selbst einen Blick darauf werfen. Warum dachte der graue Wächter, ich wäre einem Wesen der dunklen Brut begegnet? Die dunkle Brut besteht aus dreckigen, verseuchten Kreaturen, die die Luft um sich herum verderben. Der graue Wächter schien anzunehmen, dass deine Krankheit dadurch verursacht wurde. Da du aber nicht auf dunkle Brut getroffen bist, ist das unmöglich. Er muss sich geirrt haben. Ja, der Bär, der war schon recht dunkel eigentlich. Und ich will nicht wissen, was der da ausgebrütet hat in der Höhle. Was genau ist die dunkle Brut überhaupt? Ich habe noch nie eines dieser Wesen gesehen, es sei denn, der Bär war eines von ihnen. Sie sind vor allem Schreckensgestalten aus Geschichten, mit denen die Menschen ihren Kindern Angst machen. Sie wurden seit Ewigkeiten nicht mehr auf der Oberfläche gesehen. Aber es gibt Gerüchte, dass schon immer eine große Anzahl von ihnen in den alten Tunneln der Dürgenlen, der Zwerge, gehaust hat. Sie sind gnadenlose, wilde Kreaturen, die alles auslöschen, was ihnen begegnet. Wie eine Heuschreckenplage verbreiten sie Krankheit und Unheil, wenn sie an die Oberfläche kommen. Sollte dies geschehen, ist Furcht durchaus angebracht. Alter, immer zuerst auf die Zwerge. Könnte dieses Bärenmonster zur dunklen Brut gehört haben, also? Nun, die alten Schriften besagen, dass die dunkle Brut aus ebenso vielen verschiedenen Kreaturen besteht wie die Wesen der Oberfläche. Es heißt auch, dass viele der dunklen Brut sich nur während einer Verderbnis zeigen, wie die Menschen es nennen. Vielleicht gehörte dein Bärenmonster dazu. Dann trödel nicht herum. Mach dich auf die Suche nach Temlen. Schnell. Ja, ich brauche aber noch Ausrüstung. Meister Eilen kann dir helfen. Geh zu ihm und frag ihn, ob du dir sein Lager ansehen darfst. Das werde ich gerne tun. Auf Wiedersehen. Haust rein, ne? Chabos wissen, wer da Babo ist und so. Wo ist denn der Meister? Oh Gott. Gleich hier Open World oder wie? Meryl, Meister Island, das machen wir alles in einer der nächsten Folgen oder der nächsten? Wir suchen in der nächsten Folge auf jeden Fall als allererstes Meryl, damit wir die dabei haben. Dann gehen wir zu
Meister Eilen und dann quatschen wir wahrscheinlich mit den ganzen anderen des Clans, dann, weil die sind ja bald weg, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich zoome hier ein Stückchen rein, wieder, oder vielleicht ein bisschen, und wünsche euch eine gute Nacht und es war schönes. Bis dann!